Maidons Meinung, ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe und natürlich an meiner Seite Alfred Maidon. Hallo. Hallo. Wir haben einiges da wieder an Bilanzen auch heute mit dabei für die Zuschauer, die du einschätzen wirst, darfst, möchtest. Wir schauen auf Adidas. Die Bilanz kam offenbar sehr gut bei den Anlegern an, bei dir auch? Ja klar, kann man sehen, die Aktie kräftig im Plus. Die Zahlen waren eigentlich gar nicht so gut. Die Ergebnisse oder die Schätzungen wurden leicht übertroffen beim Gewinn und als auch beim Umsatz. Aber irgendwie hatte man das Gefühl, dass es vielleicht doch nicht so gut läuft, weil natürlich auch Adidas viel Kosten hatte für die WM. Das hat man aber locker wieder eingespielt. Die WM war ein voller Erfolg für Adidas. Man hatte die meisten Teams ausgestattet. Der Sommer war heiß und die Prognose wurde auch noch bestätigt. Und das hat dazu geführt, dass diese abwartende Haltung jetzt sich in einem wahren Kursfeuerwerk ausgelassen hat. Wir sind mittlerweile bei 206 Euro und damit nicht mehr weit entfernt vom Allzeithoch. Das waren 215,50 Euro, glaube ich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da auch relativ zügig ran und wahrscheinlich auch drüber laufen. Denn wenn man Adidas mit Nike vergleicht, und das muss man machen, dann ist Adidas immer noch viel zu günstig. Also anders ausgedrückt, wenn Adidas so bewertet werden würde wie der amerikanische Konkurrent, dann müsste die Aktie nochmal so 30-40% steigen. Und ich glaube, das ist auch drin, vielleicht jetzt nicht in ein paar Monaten, aber auf Sicht von 12 Monaten durchaus. Gut, da sind wir schon mit einer wunderbaren Aktie in die Sendung gestartet. Mal schauen, ob es so weitergeht. Wir schauen auf die Munich Re. Auch da gab es Zahlen gestern schon. Man hat einiges an Großschäden im zweiten Quartal hinnehmen müssen, die auf die Bilanz gedrückt haben. Aber die hat man recht gut weggesteckt eigentlich so. Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem oder auch das Risiko bei den Rückversicherern. Man ist immer abhängig davon, wie viele Großschäden es so gab. Es waren jetzt im letzten Quartal keine Naturkatastrophen, sondern es war interessanterweise ein Staudamm in Kolumbien, der fast gebrochen wäre wohl, der ein Loch in die Bilanz gerissen hat, aber man hat das abfangen können. Man muss mit solchen Schäden leben. Es dürfen eben nur nicht mehr werden. Und für das zweite Halbjahr werden es sicherlich mehr Schäden. Darum ist auch die Prognose relativ zurückhaltend gewesen. Es beginnt auch die Hurricane-Saison. Also für mich sind Rückversicherer immer so ein bisschen schwierig. Ich habe dann lieber, wenn ich Dividendenaktien haben will, normale Versicherer wie die Allianz. Die zahlt ähnlich viel Dividende wie die Münchner Rück, aber man hat eben nicht diese Risiken der Großschäden. Insoweit, ja, besser die Allianz als die Munich Re. Okay. So, dann wollen wir jetzt auf Tesla blicken. Elon Musk hat getwittert vor 2 Tagen und hat ja drüber nachgedacht, laut quasi Tesla von der Börse zu nehmen. Zum einen, wie ernsthaft sind denn diese Anliegen? Wie schätzt du das ein? Und zum anderen, geht es überhaupt so einfach? Naja, so einfach geht es nicht. Also grundsätzlich muss man erstmal Investoren haben. Elon Musk hat gesagt, diese Privatisierung sei auch schon finanziert. Er hat aber nicht gesagt, wer das finanzieren will. Also die Finanzierung muss gesichert sein und dann müssen letztendlich die Aktionäre entscheiden auf einer Hauptversammlung, ob das passieren wird und auch zu welchem Preis, ob der Preis okay ist. Erstens glaube ich, also, dass man Investoren hat, das kann ich mir gut vorstellen, durchaus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Aktionäre mit 420 Dollar zufrieden sind. Denn wer Tesla kauft, der will nicht 20% verdienen, sondern der will vielleicht 200-300% verdienen. Er geht ja auch ein hohes Risiko mit der Aktie ein. Also ob das so durchgeht, glaube ich eher nicht. Der Hintergrund dieser ganzen Geschichte wird vielmehr sein, dass Elon Musk tatsächlich die Leerverkäufer nicht nur ärgern wollte, sondern zum Ausstieg drängen wollte. Denn wenn Tesla privatisiert wird, müssen die Leerverkäufer ihre Positionen eindecken, ihre Aktien zurückkaufen, weil sie das sonst nicht mehr können. Und das hat dann auch dazu geführt, dass der Kurs nochmal kräftig gestiegen ist, nachdem ja die Aktie ohnehin schon stark gestiegen war. Jetzt nochmal eins draufgelegt. Wie das jetzt ausgeht, ist ganz schwierig. Ich glaube, jetzt in nächster Zeit wird die Aktie sich relativ wenig bewegen, weil nach oben ist bei 420 der Deckel drauf erstmal. Solange das im Raum steht und noch nicht entweder zurückgenommen worden ist oder bestätigt wurde. Und nach unten wird die Aktie wahrscheinlich auch nicht viel fallen können, weil sobald der Kurs zurückkommt, sich Leerverkäufer eindecken werden, weil man eben doch Angst hat vor dieser Privatisierung. Also eigentlich von Elon Musk ganz clever. Er hat die Leerverkäufer aus der Reserve gelockt und hält sich alle Optionen offen. Jetzt wird er zwar verklagt wegen dieser Aussage, aber tatsächlich darf ein Unternehmen in den USA auch soziale Netzwerke für Nachrichten verwenden, für unternehmensspezifische Nachrichten. Was er natürlich nicht darf, nicht ohne Grund einfach so sagen, ich will Tesla von der Börse nehmen für 420 Dollar. Es muss schon handfest sein. Tatsächlich hat ja auch der Aufsichtsrat darüber beraten. Und insoweit, glaube ich, dürfte da nichts anbrennen. Die SEC, also die Börsenaufsicht, nimmt sie auch offenbar ernst, hat schon erste Nachforschungen da angestellt. Ich glaube nicht, dass da was bei rauskommt. Wie gesagt, man darf soziale Netzwerke nutzen, das machen andere Firmen auch. Man muss nur, die Firma muss darauf hinweisen, dass dem so ist, aber Elon Musk hat ja nicht zum ersten Mal getwittert. Das stimmt, er hat ja schon zugegeben, dass er es manchmal abends tut bei Rotwein und Schlaftabletten. Also. Ja, aber ich glaube, dieses Mal wird er sich schon bewusst sein, welche Tragweite diese Twitter-Nachricht gehabt hat. Okay, wir schauen auf BYD, die Konkurrenz. Ich habe gelesen, der Absatz im Juli hat sich fast schon dem Rekord angenähert, aber bei der Aktie sieht man nichts von Rekorden.
Ja, also man sieht es hier kaum, aber das sind immerhin mal so um die 10% gewesen, plus die Aktie gemacht hat. Also sie hat eigentlich erstmals seit wirklich Monaten wieder auf positive Nachrichten reagiert. Erstmals hat BYD im Juli mehr Elektroautos und Hybridautos verkauft als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Der Anteil von Verbrennern lag im März noch bei 70%. Also man entwickelt sich doch jetzt recht massiv in Richtung reiner Elektrohersteller oder hauptsächlich Elektrohersteller. Man hat das Batteriegeschäft und gerade das Batteriegeschäft, glaube ich, könnte es sein, dass den Kurs in den nächsten Wochen stark beflügelt, denn man hat ja schon mal angedacht, die Batteriesparte an die Börse zu bringen. Und wenn das dann erfolgt, dann muss man die Aktie ganz anders bewerten, denn es gibt Batteriehersteller wie zum Beispiel CATL, die sind höher bewertet als BYD, obwohl man weniger Batterien produziert. Und BYD hat ja nicht nur Batterien, sondern eben noch Autos, Elektrobusse etc. Also so langsam wird es Zeit und ich glaube, dieser Börsengang könnte so der Katalysator sein, dass die Aktie wirklich tatsächlich wieder Schwung nach oben aufnimmt. Aber zumindest das ist schon mal ein halbwegs positives Signal. Aber es lohnt sich, Geduld zu haben bei dem Wert. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einem Jahr sagen werden, Mensch, Kurse unter 5 Euro, das war ein Geschenk. Wir schauen auf Evotec, die heute am Donnerstag Zahlen vorgelegt haben. Die Gewinnprognose wurde ja auch bestätigt. Die Zahlen kamen sie gut an am Markt bei den Ja, man Anlegern. hat vor allen Dingen seinen operativen Gewinn fast verdoppelt im zweiten Quartal. Und dass die Prognose nur bestätigt worden ist, liegt einfach daran, dass man weitaus höhere Kosten hat. Aber die werden großteils vom Partner Sanofi übernommen. Diese Partnerschaft zahlt sich wirklich jetzt aus. Die Aktie ist natürlich auch schon vorher gestiegen und jetzt legt jetzt nochmal ordentlich zu. Aber ich glaube, das war noch nicht alles. Wir hatten ja schon mal Kurse von über 20 Euro und da gehen wir, glaube ich, auch wieder hin. Also Evotec ist eine Aktie, wenn man Biotech haben will, dann kommt man an Evotec eigentlich kaum vorbei. Hier läuft alles rund. Vor allen Dingen jetzt mit diesem starken Partner ist man in der Lage, auch weiter rasant zu wachsen. Bisschen schwächer auf der Brust war jetzt zuletzt die Medigene-Aktie. Jetzt gab es da auch jüngst Zahlen. Man hat die Prognose dementsprechend dann auch erhöht. War das der Startschuss jetzt vielleicht für eine weitere Erholungsbewegung? Das kann gut sein. Die Aktie ist ja dafür gut, dass sie, wenn sie mal steigt, man sieht es jetzt hier gar nicht mehr, auch mal richtig steigen kann. Das war zum Jahresanfang so. Auch hier ähnliches Spiel wie bei Evotec. Klar, man ist noch nicht ganz so weit wie Evotec. Man ist noch in einem sehr frühen Forschungsstadium, aber man hat auch einen sehr starken Partner mit Bluebird Bio aus den USA. Und dieser Partner hat auch dazu verholfen, dass die Zahlen, die vor 2 Tagen vorgelegt worden sind, sehr gut waren. Dass man den Ausblick angehoben hat, man wird mehr Umsatz machen als ursprünglich geplant, man wird weniger Verlust machen. Man hat nochmal eine Kapitalerhöhung gemacht, hat also auch volle Kassen, also alles gut. Die Studie läuft auch gut, man kommt da gut voran. Und diese Kurse von 12, 13 Euro waren eh doch für Medigene eher sehr niedrig. Die Aktie war ja auch schon mal bei fast 20 Euro im Frühjahr und ich glaube, da können wir auch durchaus wieder hinlaufen. Für mich sind eigentlich alles unter 20 sind Kaufkurse. Okay, zuletzt wollen wir noch auf 3D-Systems blicken, die auch mit den Zahlen in dieser Woche positiv überrascht haben. Aktie, wir sind ja erst extrem stark angestiegen. Neues Kaufsignal, jetzt guter Zeitpunkt reinzugehen? Ja, es ist immer die Frage, eigentlich nach so einem Einstieg reinzugehen in eine Aktie nach über 30% plus an nur einem Handelstag, ist ja ein bisschen riskant. Aber ich glaube, bei 3D Systems könnte das durchaus sogar Sinn machen, denn man hat wirklich sehr gute Zahlen vorgelegt. Man hat die Erwartungen beim Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen. Man hat einen neuen Partner, einen Schweizer Maschinenbauer gefunden, Georg Fischer, mit dem man jetzt zusammen vor allen Dingen 3D-Drucker für die Metallverarbeitung zusammen entwickeln will. Also eine Reihe von guten Nachrichten. Bei den 3D-Aktien ist es so ein bisschen so, oder bei der ganzen Branche, es gab diesen Wahnsinns-Hype vor einigen Jahren. Da war 3D Systems, glaube ich, in der Spitze mal bei 90 Dollar. Dann gab es die totale Ernüchterung, die Aktie hat über 90% verloren. Und jetzt, glaube ich, kommt dieser Markt so richtig in Schwung. Man hat eingesehen, dass dieses Privatgeschäft mit 3D-Druckern, dass das nichts ist. Man hat sich fokussiert auf Firmenkunden, auf das Großkundengeschäft und da macht man jetzt doch immer mehr Fortschritte. Also ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, die Aktie zu haben, auch mal unter langfristigen Gesichtspunkten. Das war es dann schon wieder für heute. Gerne. Dankeschön. Danke auch Ihnen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.